Servus Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind hier immer noch mitten im Gefecht, weil ich zwischendurch Schluss machen musste, weil der Hund bellte mal wieder und langsam finde ich das doof. Aber gut, was soll's. Habe ich hier einen PC im Hintergrund. Das ist noch doofer, weil dann wird es ein Standbild gleich geben. Hoffen wir mal nicht. Das ist eine Kiste. Aha. Warum sammle ich die Dinge überhaupt noch ein? Ein neues Kurzschließen. Das ist ein Unterschied. Oh. Ja. Da brauchte ich einfach nur Elektronik. Ja, die letzte Kiste brauche ich nicht. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Universal-Deal. Wo bin ich jetzt eigentlich? Kontrolle Geschützturm. Oh, warum auch immer das Spiel so lange braucht zum. Das ist ein Xbox 360-Spiel. Das sollte viel schneller sein. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel für Probleme hat. Seht ihr das? Es hakt wie Hölle, weil das Spiel nicht anständig ist. Sei ruhig, Krogana. Gibst du noch? Nö. Oh, warum schieße ich da drauf? Bin ich denn doof? Warum gehe ich überhaupt so nach vorne? Meine Schilde sind weg. Fast. So, es sind zwei. Ausweichen! Wow. Na, der da. Und der ist auch hinüber. Was ist das? Sieht so aus. Oh, ja. Ich glaube, ich mache die Dinger einfach nicht mehr auf. Aufzug? Seid ruhig da hinten. Moment, wenn sie im Aufzug sind. Warum auch immer du es gewusst hast. Wir haben das andere in Sichtweite. Ich habe keine Ahnung, woher sie es wusste, aber gut. Und warum drehe ich mich zu ihnen hin? Da ist das Geschütz. Vernichten Sie die Gate und bringen Sie die Sprengladungen an. Falsch. Verdammt. So, es sind Pirscher. Ach, scheiß drauf. Und sie haben mich vergiftet, diese widerlichen Schweine. Oh, da war er gerade. Da ist er. Stoppt ihn! So, ich gebe mir auf die Nerven. Noch mehr von euch? Sagt euch, da liegt eine Waffe. Sprengladungen sind angebracht. Alle Mann runter, sofort! Woo! Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann.
will die Dinger eigentlich zerstören, wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Bomb ist in Position. Wir sind hier alle be... Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams. Nein, Commander. Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Captain Kirahi ist tot. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ! Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Hoch zum Flakturm, los! Dann hoch zum Flakturm. Nochmal die Haut ab. Wo muss ich jetzt hin? Hier hin? Ich glaube schon. Nur zur Sicherheit. Oh, ich habe immer noch diese blöde Waffe. Nein! Ihr Diveln! Verreckt! Ja, da oben, hau ab! So, der ist weg. Ach! Kleiner Wicht, auf zu nerven. So, da hinten steht noch einer. Aber ich sollte mich mal heilen. Jetzt reicht's. Super! Ja, den kann ich gar nicht killen, so. Ich habe jetzt übrigens Garus, wie man schon gesehen hat. So, endlich. Stufe gestiegen, jawohl! Schnell nutzen. Die Panzerung kann nicht schaden. Elektronik. So. Was hast du? Du hast nur einen Punkt. Barriere. So. Noch jemand da, der auf die Mütze will? Oh, Spiel! Ganz im Ernst, ein Spiel, das 2007 gemacht wurde, sollte nicht solche Probleme haben. Jetzt gerade auch, Grafikfehler, was? Gott, das Spiel wird immer schlechter. Oder ich bin einfach nur zu kritisch gerade. Okay, da hinten geht's lang. Kiste, scheiß drauf. Verdammt nochmal, die Geth schicken Verstärkung. Ihr habt soeben mein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geth. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Was zum Teufel machen Sie da, Alenko?
Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Alenko, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Tut mir leid, Ash. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Gut, ja. Warum ich mich gegen Ashley entschieden habe, ich mag sie irgendwie nicht. Sorry. Caden, ja, gut, mit dem habe ich auch nie wirklich so viel zu tun, aber ihn mag ich irgendwie mehr. So, wo muss ich jetzt hin? Zur Detonationsstelle, oder? Ach so. Moment. Jetzt noch weiter, aber da komme ich so gar nicht hin, oder? Nee, da komme ich nicht rein. Nee. Ich nehme mal an, ich muss jetzt zurück. Oder zumindest werde ich es mal versuchen. Weil die Bombe war ja relativ nahe hinten. Los, komm her, Aufzug. Ich finde Garus ist hier echt geil. Erinnert mich so ein bisschen wie die Scouter von den Saiyajins, ne, mit Garus ist sie besser. So. Da vorne ist gleich die Stelle mit der Bombe. Ja, ja. Oh, da kommt was geflogen. Ihr Diven! Kraftstofftank, Falk. Das Schild schützt den hier nicht. Wow. Sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Komm, der geht, Kommando muss tot sein. Perfekt. So, ich kann nicht nochmal. Ich muss erst ein bisschen warten. Noch mehr? Das ist ein Scharfschütze, oder? Ja. Wo ist er denn? Da! Ich will mich heilen, dann gehe ich vor. Jetzt. Da sitzt einer. Komm her! Wo ist denn die Bombe? Wenn sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Protagonisten.
Protheaner dann noch existieren, ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung. Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Sovereign manipuliert sie und sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Gemeinsam können wir Sovereign stoppen. Wir müssen uns nicht den Reapern unterwerfen. Wir können sie schlagen. Das glaube ich nicht länger, Shepard. Die Visionen können nicht bestritten werden. Die Reaper sind zu mächtig. Die einzige Hoffnung auf Überleben ist, sich ihnen anzuschließen. Sovereign ist eine Maschine. Er denkt wie eine Maschine. Wenn ich meinen Wert beweisen kann, mache ich mich unersetzlich. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen Sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Wow. Okay, ich mache hier nochmal einen kurzen Schnitt. Ich nehme mal an, das ist Saros und... Irgendwie alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Ich komme mir irgendwie vor, als ob ich jetzt der Böse wäre. Gut, dann werde ich hier einen kurzen Schnitt machen. Das war Mass Effect. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.